Hi und willkommen zu einem neuen Video von meiner Filmsammlung mit dem Buchstaben U. Diesmal hält sich es wieder an Grenzen. U sind natürlich wieder ein bisschen weniger. Das Video wird kurz. Ich will auch direkt anfangen. Ich habe hier die DVD von U-Turn, kein Weg zurück. Dann habe ich hier die DVD von Die üblichen Verdächtigen. Oh, klasse Film. Dann habe ich hier UHF, Sender mit beschränkter Hoffnung. Den fand ich auch ganz lustig. Und muss ich hier nochmal die Kubrick-Box zeigen. Und zwar für Uhrwerk Orange. Oder Uhrwerk Orange, keine Ahnung. Clockwork Orange finde ich viel besser als Titel. Ich hätte eigentlich auch die Kubrick-Box einfach bei K mit reinpacken können. Aber ja, dann habe ich es mir selbst schwer gemacht. Meine Freundin hat sich hier ein Schnäppchen geholt und dann kam Polly für 1 Euro, keine Ahnung, ist nicht für mich. Aus der Bildstörungsreihe habe ich hier nochmal Und erlöse uns nicht von dem Bösen. Zur Abwechslung war das auch mal wieder ein DVD-Release, aber ein klasse Film. Dann habe ich hier natürlich Und täglich grüßt das Murmeltier, Film meiner Kindheit. Dann habe ich hier Under the Skin mit Scarlett Johansson, aber leider noch nicht gesehen, nur kurz reingeguckt und ja, der zieht sich sehr, da muss man bereit für sein. Underdogs von meiner Freundin habe ich auch noch nicht gesehen, weiß auch nicht, ob ich das unbedingt gucken muss. Die unendliche Geschichte, oh, ist vor kurzem das erste Mal gesehen, fand ich ganz cool. Dann habe ich Unheimliche Begegnung der dritten Art. Den gibt es ja momentan, ich sehe den überall saugünstig. Die DVD, schlag ruhig zu, der Film ist toll. Wer auf Science Fiction mit Alien-Thematik steht. Dann habe ich hier eine Sammelbox. Unser Universum, entdecke die Grenzen des Unbekannten. Komplettbox mit Staffel 1 bis 4. Da bin ich auch häufig dran. Das ist wirklich sehr interessant. Es gibt noch eine fünfte Staffel, die ist irgendwie sehr teuer, habe ich das Gefühl. Ich finde die irgendwie nie günstig, aber irgendwann, ich bin ja auch noch bei 2 oder so, ist das jetzt alles noch gar nicht so wichtig. Dann haben wir hier Nippel aus der Bildstörungsreihe. Unmoralische Geschichten, konnte ich nichts mit anfangen, finde ich einer der schlechtesten Filme aus der Bildstörungsreihe. Dann habe ich Unten am Fluss, ja auch ein berühmt-berüchtigter Film, Kinderfilm, der doch recht reißerisch ist. Unter Kontrolle, ein Film von Jennifer Lynch, David Lynch, seine Tochter. Dann habe ich hier die recht neue Box von Dead Ringers, Die Unzertrennlichen, ein Film von David Cronenberg und die kommt von Koch Media, die Box. Ich muss den Film jetzt eigentlich nochmal neu sichten, weil es schon sehr lange her, als ich den gesehen habe. Und zu guter Letzt habe ich hier noch Uzumaki in so einem Digipack mit O-Card, glaube ich, ja. Fand ich auch nicht schlecht. Jo. So, das war schon wieder mit U. Wir liegen dann gleich weiter. Würde ich sagen, schaltet einfach wieder ein beim V-Video. Vielleicht sind auch nochmal 2 Buchstaben in einem Video, weil jetzt wird es ja langsam echt sehr gering mit der Anzahl an Filmen. Aber bis dahin haut erstmal rein. Ciao, ich wünsche euch was.